Heute zeige ich eins meiner absoluten Lieblingspasta-Gerichte, Pasta Vesuvio. Du benötigst Chili, Knoblauch, Oliven, Kapern und Tomatensauce, am besten selbst gemacht. Drücke die Knoblauchzehe mit dem Messer etwas an, schäle sie und hacke sie danach grob, so das sollte so reichen. Dann nimmst du die Chili, halbierst sie längs, entfernst eventuell die Körner, wenn sie zu scharf wird und schneidest sie anschließend auch in feine Streifen. Leg das Ganze zur Seite und widme dich nun den Oliven. Diese nimmst du und halbierst sie einfach und tust sie dann in ein Schüsselchen und ebenfalls zur Seite. Dann nimmst du die Kapern aufs Brett und hackst sie mit dem Messer schön fein, so von beiden Richtungen, und tust sie danach ebenfalls in ein Schüsselchen und stellst das Ganze zur Seite. Dann erhitzt du Olivenöl in einer Pfanne und gibst Knoblauch und Chili dazu, dünste das ganz kurz für ein paar Minuten an, wenn ihr das jetzt riechen könntet, Mensch. Dann mit der Tomatensauce ablöschen, kurz umrühren und das Ganze aufkochen lassen. Würz die Soße mit Salz, Pfeffer und gib dann Kräuter, in dem Fall Oregano, dazu. Rührt das Ganze nochmal um und lasst es für circa 5 bis 6 Minuten gut köcheln auf mittlerer Stufe. Natürlich benötigst du auch Pasta. Ich habe heute mal selbst Hand angelegt und diese wunderschönen ringförmigen Pasta selbst gemacht. Du kannst aber auch x-beliebig Fertigpasta wählen. Die Soße köchelt, gib die Oliven dazu und dann die Kapern, rühre das Ganze um und lass es nochmal kurz erhitzen für ein paar Minuten. Bringe dann in einem Topf genügend Wasser zum Kochen, salze es ausgiebig und gib die Pasta mit dazu. Koche die Pasta dann, bis sie al dente ist. Wow, meine selbstgemachte Pasta kommt super raus. Du willst auch wissen, wie man super einfach Pasta macht? Dann schreib's doch mal in die Kommentare. So, jetzt ist die Pasta al dente, gib sie dann in die Tomatensauce dazu, rühr das Ganze kurz um, bis eine schöne Bindung entsteht und fertig ist dein Pasta Vesuvio Gericht. Ihr wollt das ganze Rezept? Dann schaut doch vorbei auf meinem Blog www.flexitastisch.de.